das peinlich. Kennst du Wesemir? Ein bisschen kleiner als du, mit Schnurrbart. Kennen? Der hat mir alles beigebracht, was ich weiß. Was? Wie geht es ihm, wenn ich fragen darf? Ich habe es gecallt. Ich habe es gesagt. Nein, die Arme, Alter. Ding Dong und Hallöchen Puppöchen. Willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Bin neu zugestiegen unter euch. Mein Name ist der Wolf Baron. Wir zocken momentan The Witcher 3 sowie aber auch wieder einmal Skyrim Staffel 2. Verpasst also am besten keine weiteren Folgen und abonniert doch gerne den Kanal. Und für die Alteingesessenen von euch, Tag und herzlich willkommen zurück. So, in der letzten Folge haben wir uns... Alles zu mir! Ja, wir haben ein bisschen Fanservice betrieben, würde ich mal sagen. Und haben aber auch quasi den ersten Teil abgeschlossen, der von Olgierts Quest war. Und den werden wir auch so gleich aufsuchen, aber erst einmal muss ich meinen ganzen Schrott... Hallo machen. Noch einmal. Hast du einen interessanten Auftrag für mich? Immer doch. Erstmal... Lass mal sehen, was du anzubieten hast. Erst einmal kaufen. Hast du vielleicht neue Waffen für mich? Besser wäre. Also ich sehe bis jetzt wirklich halt nicht. Nicht wirklich. Gonna do it after. Find it. Gut. Wieder, der hat keine Kohle. Oh Gott, dann komm. Ab, was du hast. Einfach. Ich muss den Scheiß halt loswerden. Geld ist gar kein Problem. Wir haben immer noch 10.000 Gold. Es ist halt mehr nur der Faktor, wir müssen halt unseren Gott los. Das kann man. Genau. Das ist die Robe, die möchte ich gerne behalten. Über des Ehrenvolks. Wieder keine Kohle. Was ist denn mit dem Typen? Das ist nicht. Na gut, aber wir sind wieder auf jeden Fall runter und das ist sehr gut. Bis dann. Schlimm, dass Geralt kein Bart trägt. Das ist so schlimm, wirklich. Das ist schrecklich. Kennzeichen des Bösen. So. Hier soll der Olgiert. Wo Olgiert sich. Ah, da hinten. Hey, Hexer, warum stehst du nicht zu uns? Ich habe was Wichtigeres zu tun. Was treiben die da? Spiel. Zu groß geratene Kleinkinder, weißt du. Hast du Kinder, Geralt? Nein. Hexer sind unfrei. Ach ja, Hexer sind ja steril. Na, starr mich nicht an. Sag mir, was dich herführt. Ein Haufen Geschichten. Ich würde mal ganz... Oh, wir können sogar bequem für dich. Ich würde ganz erstmal anfangen. Interessante Gesellschaft pflegst du. Dein Trupp. Interessante Leute sind das. Interessant? Wieso? Gewöhnliche Zecher und Raufbolde allesamt. Wo hast du sie aufgetrieben? Manche sind schon seit Ewigkeiten bei mir. Andere fand ich unterwegs. Wieder andere haben mich gefunden. Bei Gelagen aller Art sind sie jedenfalls gute Gesellschaft. Und seit ich mit ihnen unterwegs bin, sind meine alten Gegner still wie die Mäuschen. Werde ich aber auch an deiner, aber auch an deren Stelle. Du hast einen netten Säbel. So einen Säbel sehe ich zum ersten Mal. Woher stammt er? Ophir. Er war ein Geschenk.
Jeder schwachbrüstige Feigling kann sich eine Klinge an den Gürtel hängen und auf gefährlich machen. Aber mein Säbel ist ein Versprechen. Wenn ich ihn ziehe, rollen Köpfe. Schon sein Anblick vertreibt den Leuten die Lust auf ein Duell mit Olgierd von Evarek, dem berüchtigten Gesetzlosen. Mein Medaillon sagt, dass er magisch ist. Ach was, sagt es das? Eine bessere Waffe dürftest du noch nicht gesehen haben. Wenn wir dich umlegen... Ah, der ist ja unsterblich. wie ist denn Ophiri-Prinz zum Monster geworden? Ich frage mich, wie du den Ophiri in eine Kröte verwandelt hast. Mittlerweile bin ich mir ziemlich sicher, dass das kein Allerweltsfluch war. Ist das Berufsinteresse oder stinknormale Neugier? Berufsinteresse. Die Information könnte mir noch nützlich sein. In der Zukunft? Du glaubst wohl, dass du die Aufgaben löst und glücklich bis an dein Ende lebst. Wird man sehen. Also, gib es zu. Dir hat ein Magier geholfen, stimmt's? Ich gebe dir einen Tipp. Du bist hier nicht der Einzige, der Wünsche erfüllt. Odin hat den Ophiri verwandelt? Auf deinen Wunsch? Nein, das war ich allein. Aber du hast recht, es war kein gewöhnlicher Fluch, sondern ein im Zorn gesprochener Wunsch. Ich hätte auch nicht gedacht, dass er sich erfüllt. Mehr sage ich nicht. Du und Ophir, ich will mehr darüber wissen. Sag mal, wie hast du den Ophiri kennengelernt, den du verwünscht hast? Du bist aber neugierig. Na und? Du redest doch gerne über dich. Das kann ich nicht leugnen. Der Ophiri war ein Kronprinz auf Reisen. Er wollte fremde Länder und Gebräuche kennenlernen. Er hat sich in eine Frau verliebt. Zufällig lag mir an dieser Frau sehr viel. Aber mit einem Edelmann aus fernen Landen konnte ich nicht mithalten. Sie wurde dem Ophiri versprochen, obwohl sie mich liebte. Du hättest seine jämmerlichen Versuche sehen sollen, sie zu bezirzen. Als sie fragte, warum er als Kaufmann verkleidet reise, sagte er, er wäre wie ein Frosch im Märchen. Ein Kuss und er würde sich in einen Prinzen verwandeln. Ein Frosch wollte er sein, konnte er haben. Au, au, au. Naja, ich habe keinen Bock auf Gwind, weil das werden wir so oder so haushoch verlieren. Aber Wladimir lässt dich. Wladimir lässt dich grüßen. Du hast mit ihm gesprochen. Unglaublich. Nicht nur das. Ich habe deinen Wunsch erfüllt und mich mit ihm unterhalten. Willst du wissen, was er gesagt hat? Ich habe deinen Wunsch erfüllt. Dein toter Bruder hat sich amüsiert wie in alten Zeiten. Das sagt sich leicht. Hast du einen Beweis? Hab ich. Wladimirs Schrift. Unverwechselbar. Gut gemacht, Hexer. War es das? Oder hast du noch was anderes? Als nächstes kümmere ich mich um Borsodis Haus. Viel Glück und viel Spaß. Und er ist einfach weg und hat sich in Stierban verwandelt. Stierban. Eieieiei. Schildkröte streckt den Kopf raus. Immer ins Glücksgefühl. Bann, Sesam, öffne dich. Nee. Textaufträge wird es wahrscheinlich nicht sein und. Genau. Okay. Mit Miesmacherei und Fahnen. Wir haben keine weitere Quest mit Shani. Eventuell taucht die ja später nochmal auf. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Guck mal. Es sei kundgetan, dass die Kanalisation von Ochsenfurt bis auf Weiteres geschlossen bleibt. Unterzeichner Oberst Albrecht Hockenhole, 2. Infanteriedivision der Redanischen Armee. Ach du Scheiße. Cool. Hat er den Lappen einfach zugemacht. Servus, Abend. Mich mal um.
Ist das das Borsodi-Auktionshaus? Scheint so. Gefreiter Klein, du bist im Dienst. Schon vergessen? Mit Zivilisten wird nicht geplaudert. Zweck des Besuchs? Redanische Soldaten bewachen ein Auktionshaus? Fragezeichen. Aus Neugier. Redanische Berufssoldaten, stimmt's? Hauptgefreiter Wenzel zur Stelle. Und der Depp hier ist mein untergebener Gefreiter Klein. Nun piss dich mal nicht ein vor Aufregung. Hast du was gesagt, Soldat? Nein, nichts. Müsstet ihr nicht irgendwo anders sein? Es herrscht Krieg, wisst ihr. Wir wurden alle hierher verlegt. Befehl 76 CWX in Schriftform. Mission Bewachung des Auktionshauses. Priorität hoch. Die höchste sogar. Der Borsodi kennt sich aus mit den hohen Tieren. Hilft ihnen, die Kriegsbeute zu verkaufen. Kriegt Schutz dafür. Gefreiter Klein, das sind geheime Militärinformationen. Der wird's nicht lange machen. Ich will mit den Eigentümern sprechen. Das wird nicht funktionieren. Sind die Eigner da? Du meinst wohl den alleinigen Eigner. Den geschätzten Horst Borsodi. Ja, ist er. Ich muss mit ihm reden. Befehl 76 CWX ist eindeutig. Nur Geladene dürfen zur Auktion. Mit den schriftlichen Namen, ganz einfach. Wir werden uns schon einig, ihr werdet klug, eine Ausnahme zu machen. Ich will die nicht bedrohen, weil das Problem dabei ist, die... Ja, dann habe ich ganz Redanien am Kopf hängen. Das muss nicht sein. Und das soll euch hindern? Also bitte. Ich fürchte, du hast Pech. Befehl 76 CWX besagte ferner, Hauptgefreiter Wenzel möge sich einen Besen in den Arsch stecken. Klein! Weißt du eigentlich nicht, was auf Vorgesetztenbeleidigung steht? Wen haben wir denn da? Geralt, der Hexer aus Riva. Wimme Vivaldi, der Bankier aus... Woher kommst du eigentlich? Wen kümmert es, Kollege? Geld kennt keine Grenzen. Was geht hier vor, Hauptgefreiter Wenzel? Du zankst dich mit meinem Kumpel Geralt? Meister Vivaldi, Herr, dein geschätzter Sozius hat keine Einladung zur Auktion. Und ich... Aber ich habe eine Einladung, verdammt noch eins. Und er kommt mit mir. Rein mit dir, Geralt. Aber meine Befehle? Ach, drauf geschissen. Muss ich erst zum Feldwebel gehen? Hoffentlich nicht. Jetzt stramm gestanden und Mund gehalten. Oh, die Jungs in der Kaserne werden sich am Boden wälzen. Ruhe! Vorwärtsmarsch! Rundherum! Eins, zwei, eins, zwei! Dank dir für die Hilfe. Schon gut. Ich kümmere mich gerne um alte Freunde und Kunden. Welch Freude, mit dir Geschäfte zu machen, Wimme. Das hat meine liebe Verblichene auch immer gesagt. Aha, die Leute kommen zusammen. Die Auktion fängt gleich an. Lass uns raufgehen. Was wird denn eigentlich versteigert? Worauf wollen die Leute denn bieten, weißt du das? Auf alle möglichen Wertsachen. Seltene Waffen, Exotika. Ich selbst habe freilich ein Auge auf bestimmte Werke von Porträtmeistern der Mariburer Schule geworfen. Van der Knoop, Longendijk. Sieh an, ich hätte nicht gedacht, dass du ein Kunstkenner bist. Bin ich auch nicht. Mir ist das alles nur Geschmiere. Ich will sie ja auch nur einwickeln und wegschließen. Was? Wozu denn? Wieso wozu, Geralt? Ich muss doch mein Investitionsportfolio diversifizieren. Alter, bitte. Was für ein Ding muss der machen? Investitionsportfolio diversifizieren. Ach Gott. Wie haben die Oppositos ihr Auktionshaus nicht in Novigrad? Hätte schwören können, das Auktionshaus der Borsodis wäre in Novigrad. Das war's. Sie sind umgezogen. Radovid hat Horst einen vorteilhaften Steuersatz angeboten. Weißt du, 0%. Schwer zu unterbieten. Nicht wahr? Das ist der Inbegriff staatlichen Wohlwollens. Das stimmt. Aber ich will eigentlich nur mit Horst Borsodi reden. Eigentlich will ich hier nur Horst Borsodi sprechen. Oh, das könnte schwieriger sein, als du denkst. Warum? Der reinste Einsiedler ist der Mann. Gar nicht wie sein Vater. Melitele, hab ihn selig.
aber bei der Auktion taucht er vermutlich auf. Dann stelle ich euch vor. Ich stehe in deiner Schuld. Ach, Unfug. Ich mache nur in Krediten und Eigenwechseln. Also, rauf mit uns. Gut, ich müsste sowieso bald mal wieder zu ihm, weil ich habe noch einen Haufen Kohle. Ein Riese. Oder vielleicht ein Jötun? Oh, ein Feuerpelz. Was das wohl sein mag? Noch? Serikanische Speere. Hervorragende Zierde für jedes Wohnzimmer. Gut zu wissen. Aus der Sammlung des Magiers Aeramas. Was für ein Stück Käse. Das ist sogar Käse. Codex Redaniensis. Das einzige erhaltene Exemplar. Voilà. Was haben wir hier Schickes? Wunderschön. Aber beim ersten Schlag würden sie zerspringen. Oh, ein paar wunderschöne Schwerter und... Gehörte sicherlich auch mal einer Zauberin. Vielleicht ein Fetisch. Hat Yennefer ernsthaft das Einhorn verschreckt? Wie wär's mit einer Immobilie? Ich könnte dir attraktive Hypothekenkonditionen einräumen. Es gibt keine attraktiven Kreditkonditionen, Wimme. Es dauert wohl noch, bis sie anfangen. Wimme, dies ist ein Bankett. Ja. Wimme. Und? Ich hasse Bankette. Deppendialoge, winzige Portionen, Getränke, die nach Pisse schmecken. Ach, so schlimm wird es schon nicht. Lass mich dir meine interessantesten Partner vorstellen. Die alte Glucke dort ist Gräfin Mignole. Mit der hättest du bestimmt viel zu reden. Der Scheißer in der Ecke heißt Hilbert. Neureich. Hat mit Gwind ein Vermögen gemacht. Und der da ist Kunsthändler Jaromir. Ein arrogantes Arschloch. Aber mit Gemälden kennt er sich am besten aus. Na, sollen wir mit jemandem reden? Es ist unpassend, hier zu stehen wie die Ölgötzen. Wie die Ölgötzen. Triff Vivaldis Freunde. Gerald, riech mal. Hier riecht es nach Geld. Dann würde ich mal sagen, fangen wir an mit dem arroganten Arschloch. Jaromir, dürfen wir mal kurz stören? Hallo Vivaldi, wer ist das? Gerald von Riva, Hexer. Ich dachte, dir wäre vielleicht nach einem Schwatz über die Bilder, die heute verhökert werden. Sind wir also auf Profitpirsch, wie immer? Wirf du mal mit deinen Steinen. Du lebst von deinem Gemäldehandel auch nicht übel, mein Freund. Stimmt, aber sie erfreuen meine Augen, während sie für dich nur Wechsel sind. Du interessierst dich nur für kulinarische Künste. Und du, Hexer? Weißt du irgendwas über Gemälde? Ein bisschen. Mag angesichts meiner rohen Visage unglaubwürdig sein, aber ein bisschen was weiß ich. Wirklich? Mal sehen, was. Wusstest du, dass unser Freund Vivaldi im Besitz von 5 Werken van der Knobs ist? Dabei kann er sie nicht von Landschaftsbildern für 5 Kronen pro Stück unterscheiden. Das leugne ich auch gar nicht. Doch für dich, mein lieber Hexer-Connoisseur, dürfte das ja das Geringste sein. Also sag uns, welches dieser Werke ist von Edward van der Knob, dem Meister aus Maribor? Es ist bestimmt so eine Fanfrage und es ist gar keins. Das Landschaftsbild, das Bild von Novigrad, das Paufmann, das Kaufmanngeträge, Stillleben, die Schlachtszene, keine Ahnung. 100% ist das eine Fanfrage. Aber was ist, wenn es nicht ist? Also ich persönlich würde sagen, es ist das Kaufmannsporträt, aber ich nehme mal keine Ahnung. Ich muss zugeben, ich habe keine Ahnung. Das wäre nicht nötig gewesen. Deine rohe Visage, wie du sagst, spiegelt reinstes Unwissen. Leb wohl. Was für ein Trottel. Ach, scheiß auf ihn. Typischer Adelspimmel. Man gewöhnt sich dran.
Schade, dass er nicht sagt, welches das gewesen wäre. Das wäre schon interessant. Herzog Kleuwert hat doch bankrott erklärt. Und dann dieser Ring. Scheiße, ist der fett. Gräfin. Grüß sei die ehrenwerte Gräfin. Madame, darf ich vorstellen? Mein lieber Freund, Gerald von Riva. Hexer der Wolfsschule. Verzeihung, hatten wir das Vergnügen schon? Nein, aber deine Gilde ist unverkennbar. Das Medaillon. Jawohl, Gerald. Gräfin Mignole ist eifrige Sammlerin von Veduminalien. Was? Alle Arten von Gegenständen, die mit Hexern in Zusammenhang stehen. Schwerter, oh. Ausrüstungsteile, Medaillons. Oh. Sowas gibt es? Woher hat das Interesse an Hexergegenständen? Darf ich fragen, wie wir Monsterschlechter zu der Ehre deines Interesses gekommen sind? Ich habe einige angenehme Assoziationen aus meiner osofernen Jugend. Sag sowas nicht, Gräfin. Du siehst einfach umwerfend aus. Sehr freundlich, Meister Vivaldi. Aber zu Hause habe ich nicht nur Veduminalien, sondern auch noch ein paar Spiegel. Was ist denn dein wertvollstes Objekt? Ein antikes Rüstungsstück. Wolfsschule, 1234. Ein Klassiker. Wird es versteigert? Leider nicht. Es ist ein Andenken von großem persönlichem Wert. Aber vielleicht hat die Gräfin noch andere Hexerdevotionalien, von denen sie sich trennen würde. Ich würde bescheidene 5% Transaktionsgebühr berechnen. Sicher, warum denn nicht? Wimme, ich kenne niemanden, der sich so geschickt die Moneten anderer Leute krallt wie du. Aber was soll's, vielleicht kriegen wir einen Handel zustande. Hat die gerade gesagt, eine Wolfsrüstung, dicke Rüstung der Wolfsschule 1234? So mal ganz pauschal in den Raum geworfen. War Wesemir jemals verheiratet? Oder hatte er etwaigen Kontakt mit gewissen Damen? Schema Vipanus. Benötigte Stufe 39. Kasching. Vipanstiefel. Kasching. Handschuhe und Hose. Manuskriptseite Überlegener Schneesturm. Rezept zum Herstellen eines Hexertranks. Oh, gut, ich nehme gerne mit. Überlegene Katze. Oh, das brauchen wir nicht. Überlegener Vollmond. Überlegener Goldener Pirot. Überlegener Waldkauz. Überlegener Donner. Ich kann doch bei dir bestimmt auch mal schrottlos werden. Machen mal ein bisschen. Ne? Können ja wieder. Haben wir wieder ein bisschen was. Chance auf Rennen kann ich mal wegmachen. Irden mache ich komplett raus, weil da ist. Den bin ich nichts. Angriffskraft, die können wir behalten. Vergiften ist auch gut. Zeichen in hinten. Nee. Nicht übel. Hat die Gräfin heute etwas Bestimmtes ins Auge gefasst? Nein, aber laut Horst Borsody kommt etwas unter den Hammer, was mich interessieren dürfte. Er hat wohl nicht gesagt, was es ist? Nein. Du kennst ihn doch. Ein wandelndes Rätsel. Übrigens, Meister Gerald, würdest du wohl einer Dame in Not helfen? Kommt auf die Art der Not an. Oh, es ist nur eine Kleinigkeit. Ich habe gerade einen Ohrring auf dem Balkon verloren. Ich kann ihn nicht finden. Vielleicht ist er durch die Dielen gerutscht. Ob du mit deinen Katzenaugen... Warum eigentlich nicht? Kein Problem. Ich sehe mal nach. Ich bin dir sehr dankbar. Bis gleich dann, Wimme. Katzenäugige da. Das ist Gerald von Rinbe. Hab schon viel von ihm gehört. Gerald von Wattfinding? Gerald von Rinba? Nee, ganz sicherlich nicht. Na, Gerald von Rewe. Verschütteter Wein, sonst nichts.
Hier gibt's gar keinen Ohrring, oder? Nein. Vielleicht möchte die Gräfin erläutern, was das soll, ohne zu scherzen. Vergib mir, ich... Götter, ist das peinlich. Kennst du Wesemir? Ein bisschen kleiner als du, mit Schnurrbart. Kennen? Der hat mir alles beigebracht, was ich weiß. Was? Wie geht es ihm, wenn ich fragen darf? Ich habe es gecallt. Ich habe es gesagt. Nein, die Arme, Alter. Das kann nicht sein. Ich hab's gewusst. Natürlich darfst du. Doch bevor ich antworte, wüsste ich gern, wie gut ihr euch kanntet. Oh, das habe ich nie jemandem gesagt. Niemals. Aber dir schulde ich wohl eine Erklärung. Es war im Winter 1234. In Ochsenfurt trieb eine Bestie ihr Unwesen. Ein Flatterer, glaube ich. Es wurde ein Auftrag ausgeschrieben und ein Hexer erschien. Wesemir. Von der Wolfsschule. Auf der Spur des Monsters kam er bei uns vorbei. Wir sahen uns an, ein Funke sprang über. Ich schrieb ihm eine Nachricht. Meine Zofe brachte sie ihm. Im Schutze der Dunkelheit besuchte er mich. Nacht um Nacht. Bis mein Vater irgendwann etwas hörte. Wesemir musste so schnell fliehen, dass er seinen Gambeson zurückließ. Ah, das erste Stück der Sammlung, also. Ja, aber auch das Ende unserer Liebe. Vater ließ einen Haftbefehl ausstellen und verheiratete mich sofort. Ich hatte Glück. Mein Mann starb jung und hinterließ mir ein Vermögen. Und so lebe ich von Erinnerungen. Aber es ist Alter. Oh, verdammt. Jetzt wird's richtig herzhaft. Ich habe schlechte Nachrichten. Oh? Bitte sag mir, starb er wenigstens wie ein Hexer? Nein. Er starb wie ein Held. Das war's also. Ich danke dir für die galante Toleranz gegenüber einer alten Irren. Sag sowas nicht. Ich bin alt und reich. Ich darf sagen, was ich will. Und nun, sei so gut und überlass mich meinen Gedanken. Ich werde wieder hineingehen. Habe es gewusst. Oh, die Arme. Alles so groß. Man meint, der Raum wäre voller Pferde. Nein, nein, Vivaldi, du bist einfach nur klein. Ah, oh Gott. Wenn ich will. Boudoir sieht das ja himmlisch aus. Wenn ich will mit dem. Hilbert, es ist Jahre her. Darf ich vorstellen? Geralt von Riva. Sehr erfreut. Ganz meinerseits. Wie steht's? Das Auge auf Glitzerkram geworfen? Eigentlich nicht. Ich kaufe, was mir gefällt. Etwas Prächtiges für die Wände könnte ich gebrauchen. Nilfgaard, stimmt's? Wie bitte? Dein Gwind-Kartensatz. Nilfgaard, nicht wahr? Gib's schon zu. Oh. Verdammt. Am liebsten Scoia'tael. Ich ziehe die nördlichen Königreiche vor. Normalerweise Monster. Du hast es erfasst. Ich habe absolut keinen Plan. Aber ich bin ganz ehrlich. Ich würde am liebsten die Scoia'tael haben. Daneben. Ich bevorzuge Scoia'tael. Na ja. Geht doch nichts drüber, echte Schwinger zu landen, was? Du musst wissen, Hilbert. Geralt hier ist ein Spitzenspieler. Spitze. Es dauert noch, bis die Auktion beginnt. Knuff, knuff, zwinker, zwinker, wie wär's mit einem Ründchen? Nein.
Nein, nein. Ja, alles klar. Wie viel kann ich bitte wetten? Ich mache nur 125. Ich kann das nicht. Es geht wohl nicht um Sieg oder Niederlage. Gut, ich bin dabei. Herrlich. Ich lege meine Karten aus. Natürlich. Geralt, kommst du mal auf ein Wort? Was denn? Also, Kumpel, ich hab euch doch verkuppelt. Da finde ich, mir steht ein Teil des Gewinns zu, wenn du einen machst. 10%? Finderlohn quasi? Jetzt ist mir klar, warum du uns vorgestellt hast. Zu meinen professionellen Erkenntnissen gehört, dass Geld nicht stinkt. Also, was sagst du? Na schön. Erlauben wir uns den Spaß. Naja, du hast mir auch bei den Wachen geholfen. Gut, 10% meines Gewinns sind dein. Wie wär's mit 15? Na? Übertreib's nicht, Wimme. Na gut, abgemacht. Ich werde so verlieren. Und die Folge ist eigentlich vorbei, aber wir müssen machen. Feuerteil, habe ich überhaupt genug Karten? Habe ich überhaupt genug Karten für dies? Ich habe nicht. Anzahl der Einheitenkarten, oder? Auch mindestens 22 Karten. Das wird also nüscht. Scheiße. Nicht genügend Einheitenkarten. Ach. Monster? Nördliche Königreich. So, warte mal. Okay, warte mal. Ich werde mal ganz kurz hier ein bisschen ausmisten, weil irgendwie habe ich nur Schrottkarten. Wie mache ich das? Ich bin nicht gut im Gewinn. Kann ich ihn die rausschmeißen? Ich will die Karte. Ich kann das nicht. Ich habe keine Ahnung. Wie kann ich denn bitte die Karte raushauen? Ich habe keine Ahnung. Doppelklick. Okay, gut. Gut. Dann machen wir das ganz kurz. So. Dann. So, ich nehme auf jeden Fall aber noch eine Karten hier mit. Wir brauchen aber noch welche. War das so? So, ich weiß, es ist überlänge, aber egal. Gehen wir das schnell durch. Über keine Karten. Ach so, warte mal. Okay. Hier raus. Und habe ich noch so eine Billo-Karte? Ne, habe ich nicht. Gut, dann passt. Eventuell schaffen wir es ja diesmal sogar. Lege diese Karte auf das Schlachtfeld deines Gegners. Sie wird auf die Gesamtstärke angerechnet und ziehe zwei Karten vom Nachziehstab. Och, die behalten wir noch im Wald. Können wir ja. Komm, ne? Bounty Odim. Hahaha. Ach, wie lustig. Dass der auch dabei. Weil das wundert mich. Egal. Komm. Mein Gegner passt. Fehler. Noch. Das sind wir gerade drüber, das ist okay. Ich passe dann auch. Ach, wir haben gewonnen. Gut. Genau. Bin am Zug. Ich gebe ihm gleich mal erst die erste Karte hier. Nimm und ich krieg dafür gleich zwei. Zack. Oh, sind noch nicht die besten, aber es sind Karten. Na, er kann sich gleich nur eine holen.
Okay. Ich mach mal langsam. Okay. Problem ist, ich habe halt auch die Belagerungskarten, weil ich glaube, hier ist für Belagerung. Der wird mich komplett wegmachen. Bei er hat nur noch zwei Karten. Der macht jetzt bestimmt gleich irgend so einen Rapzap, Babidi-Bub und dann hat er 10 Karten wieder. Nur noch zwei Karten. Also. So gut kann es ja nicht sein. Ja. Belagerungskarten. Nahkampfkarten. Genau 10. Ja, natürlich. Ja. Mhm. Sag ich ja. Nicht schlecht, aber mir kannst du nicht das Wasser reichen. Ach ja? Wie wär's mit einer Revanche? Nein. Tut mir leid, Kollege. Ich spiele nur einmal gegen jemanden. War fail, wie die Spitzohren sagen. Ach, so ein Pech, Geralt. Woher hast du diese Karten? Aus der Mülltonne? Die haben's ja noch nicht gebracht, was? Verehrte Damen, werte Herren, die Auktion beginnt in Kürze. Bitte. Aber bevor die Auktion beginnt, würde ich mal sagen, ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Also, bis dahin, haut rein, tschö mit ö und gehabt euch wohl.